Hallo und willkommen auf Decker for Life. Auf meinem Kanal gibt es jede Woche neue Let's Play Videos, dazu zeige ich hin und wieder auch mal wie Hardware und Software. Heute werde ich mal diesen neuen Headstrap mit Batteriepack von Bobo VR testen. Das ist jetzt für die Quest 3, die M3 Pro. Und es wird dann gegen diese Headstrap, das elastischer ist, aus Stoff, austauschen. Und wie immer, nach dem Intro. Los geht's. Und hier haben wir das Headstrap mit dem Batteriepack von Bobo VR. Hier unten, ja, so ein Siegel, den muss man hier die Messer öffnen. So. Ja. Ja, schon. Gut. Das ist schon alles hier zusammen, oder was? Okay. Noch ein paar Packungen, können wir jetzt. Hier gibt es noch so eine Anleitung, wie wir das hier auf der MetaQuest 3 anbringen können. Hier. Also schauen wir mal, was hier alles dabei ist. Ja, also hier gibt es einmal so Gummilaschen, so für die Brille, die Headstrap hier, ist da anzubringen. Dann haben wir noch so eine Box, kann man öffnen und wie gesagt, kann man öffnen. Und da haben wir noch ein USB-C zu USB-C Kabel, Nutzeranleitung. Das Wichtigste, wenn ich mal hier raus hier. Und hier haben wir den, wo wir Akku, wie ihr sehen könnt, haben wir 5200 mAh. Also sollte für das Nötigste jetzt wohl ausreichen. Das müssen wir dann nicht mehr zusammenbauen, das ist ja alles schon hier fest verbaut. Wir haben die nur so gemacht, dass es so sich dreht. Ne? So. Drehen muss man aufzumachen. Also sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? So, wie ist es hier? Ah, ist schon. Also, eins hier hinten und das hier für. Ja, das bringen wir dann hier. Teile für den Kopf, damit auch es fest sitzt. Ja, und das hält hier. Jetzt noch so ein Kabel, ein USB-C-Kabel. Das kommt dann wohl in die Quest 3 und dann schon loslegen. Und dann das 3-Pack. Und piept dann so. Kommt also ein Piepkorn. Ja. Da können wir hier die Seiten langsam entfernen. Auf der anderen Seite dasselbe. So, hier das dann nochmal. So. Das ist ja fummelig hier. Das können wir eigentlich. Ja, Seite schieben. Man muss das so reinschieben einfach. Ja. Schon ein bisschen tiefer reingehen. Bis das Riemen hier zum Anschlag. Oh, so. Okay. Hier genauso. Hier kommt dann das Kabel rein. So schaut es dann aus. Haben die das denn überhaupt mit reingemacht? Das gar nicht. Das könnten die ja ganz auslassen, das braucht man ja nicht. Also, ist echt überflüssig. Den Klettverschluss hier. Hier müsst ihr den Klettverschluss rausziehen. Denn das sitzt halt hier. Dann könnt ihr das hier
Fern, wenn ihr es nicht braucht, kannst du auch rausfahren. Ja, wieder kleiner machen. Schon cool. Mal gespannt, wie das sitzt. Also ihr könnt es hier auch ganz draus nehmen, wenn ihr es nicht braucht. Das passt eigentlich schon. Das können wir auch ein bisschen höher ziehen, so wenn wir wollen. Ja. Ich brauche mir das hier. Nein, ich habe hier. Nein, ich lasse mal so. Ja, also dank dieser Wartung sitzt es auch gerade. Haben wir die Batterie. Schön anbringen. Ja, ups. So, wie ihr seht. Batterie jetzt dran. Okay. Wie sehr man sich bewegt, das hält. Ja. Ich sage hier mal ein bisschen beiseite verschieben. So. Also es ist echt gut. Sitzt auch echt gut. Ja. Ist nicht schlecht. Wieder entfernen, dann könnt ihr ja, zuklappen. Ah, ist kompakt. Finde ich sehr cool. Das wackelt nur etwas die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, festmachen kann, ob das so gehört. Wenn wir das hier austauschen wollen, sehr ganz leicht. Muss einfach die Position richtig. So etwas bisschen gummiartiger. Hinterkopf. Okay. So. Glaube ich, das passt so. Also echt, das ist. Hört sich echt bequem an, also ohne diese aus der Kunstleder. Die mit dem Gummi sitzen nicht. Also finde ich echt bequem an. Und dank dieser Gewichtsverlagerung ist hier vorne überhaupt kein richtiges also Gewicht mehr. Vorhin war ein bisschen Gewicht, aber jetzt fühlt sich das viel besser an. Und natürlich die Batterie noch hinten anschließt. Also 5200 mAh, ich glaube, man das hält dann auch wieder mal 2-3 Stunden länger, weil es so kleine Batterien sind. Immer so 2-3 Stunden. Aber man kann auch mal die separat kaufen. Ja. Diese Bobovia Battery Pack. Und ja, ist cool. Das piept. Das ist ein bisschen nervig. Weil wenn man jetzt mal. Ja, dann piept das mal, aber. Gut, dann weiß man halt. Und es lädt hier. Der Akku lädt. Ja, sehe ich. Gerade. Auf 93%. Okay. Also das hättest du jetzt dort entfernt. Okay, wie mal doch die Kopfhörer wieder dran anschließen. Doch hier. Okay. Ja, ein bisschen fummeliger. Das ist schon echt cool, ne? Also ich muss schon sagen, es ist echt bequem. Auf Dauer muss ich erstmal gucken, ne, wie sich das anfühlt. Aber mit das war es ein bisschen unbequemer. Aber jetzt für mich, also wird es das. Ja, es wird ein bisschen unbequemer. Aber es ist halt wenig, es ist ne? Also so dünne Gummilöschen. Na gut, ich tu mal. Standard wieder rein.
Dann müsst ihr aufpassen, da passt nur auf eine Seite, also die obere oder untere. Ja. Und auch das mit den Kunstleder ist mir bequemer. Also ich weiß auch nicht, was ich hier ist, zu dünne Gummilaschen. Ja. Wenn man so etwas drückt, das schon, ne? Das muss man schon sagen. Habe ich einen Locker? Sonst sitzen die eigentlich echt gut. Also kann man nicht. Okay. Sitz wackelt und läuft. Auch die Batterie. Ja. Also nicht, dass wir denken, dass die Batterie dann vielleicht runterfällt, wenn ihr so viel mehr euch bewegt. Ja. Das sitzt. Okay, aber ihr müsst euch ein bisschen fester machen. Weil hier vorne bewegt sich das etwas. Ja, super. Ich habe es doch schon nicht festgemacht, oder? Kann das hier auch noch fester machen, keine Ahnung. Naja. Na, so bewegt man sie nicht, aber. Okay, also sonst sitzt es. Wir sehen nur einmal vielleicht so schnell, aber so oft bewegt man sich auch nicht so schlagartig. Also sitzt, passt. Hat Luft, aber es ist. Also hier drückt das etwas, diese. Ja, der Leder. Stoff. Kann man, glaube ich, auch entfernen, oder? Weiß nicht. Glaube ich. Glaube nicht. Ja, also ich werde mal ein bisschen länger halt mal zocken und schauen wir mal, ob das sehr drückt oder mit der Zeit man sich dann gewöhnen kann. Also jedenfalls ist es besser als diese Stoff Headstrap. Also die Standard Headstraps. Und das ist jetzt halt viel besser. Halt mit Akku noch dazu, wie gesagt. Deswegen. Und es geht einfach. Ne? Also man kann auch versehentlich falsch platzieren. Ja, das hält dann trotzdem irgendwie. Aber es muss. Du, warte. Hier. Klipsen. So, hält das leer auch. Wegen den Magneten etwas oben. Aber das lädt dann nicht. Ich muss schon ganz reinmachen. Müsste ob ich ja weiter unten halt passieren dann. Das so. Was nicht hier oben? Hier unten. Das. So. Okay, nee, schon bis dahin. Also Magneten halt schon echt fest. Und dass ich richtig drauf gehe, das rastet schon das von selbst ein. Das tut sich sehr gut, muss ich schon sagen. Das sind wie die VR Riffle jetzt, wo ich jetzt diese Gunstock. Da sind die Magneten auch so echt so stabil wie hier. Aber die sind ja noch kleiner, aber trotzdem zweimal genügt vollkommen. Auch ein guter Halt. Drückt auch nicht so fest hier. Hinterkopf. Die waren ein bisschen unbequemer. Ja, also für den Hinterkopf, diese Gummilaschen, das ist ja, ist ja immer noch so Geschmackssache, aber die ist so mein Fall. Na gut.
So, und das war das Unboxing-Video von Bobo VR M3 Pro. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Falls ihr noch sonstige meine Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr nochmal auf den Abo-Button drücken. Und ja, ich werde mal erstmal ein bisschen testen und schauen, ja, wie sich das auf Langzeit auswirkt, also 2, 3 Stunden, wenn man so Spielesession damit unterwegs ist, ob es dann schon noch bequem ist, will ich mal testen. Und das ist natürlich das echt gut an, wie gesagt. Ja. Sitzt. Drückt auch nicht so sehr, aber erstmal mit längeren Benutzung kann man es erstmal feststellen, ob das wirklich bequem ist. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.